Gut, kommen wir jetzt zum dritten Teil meiner Videos, Grundlagen, Akkorde, Dreiklang, Aufbau. Auch hierfür wieder eine kleine Präsentation von mir. Das Bild kennt ihr ja schon, wenn ihr die ersten beiden Videos gesehen habt. Fangen wir mal mit dem Ton C an. Warum? Ich erkläre es jetzt noch einmal ganz gerne. C-Dur wird nur auf den weißen Tasten gespielt. Somit können wir die schwarzen Tasten erstmal völlig vergessen. Dazu habe ich extra noch mal ein Video gedreht. Weitere Akkorde oder sowas werde ich zum Gitarre spielen, wie die sich aufbauen, sind bereits fertig, müssen nur noch gedreht werden. Da kommen dann die schwarzen Tasten mit in Bezug. Ich denke mal, wir fangen aber jetzt mal ganz einfach an, und das ist der C3-Klang, also C-Dur-Klang. Und wenn wir jetzt unsere Gitarre dazu nehmen, dann ist das mal jetzt unser Grundton, wenn wir ein C-Dur spielen wollen. Den Ton C findest du ja auf dem dritten Bund. Du kennst sicherlich den C-Dur-Akkord. Wenn du Anfänger bist, kennst du ihn wahrscheinlich noch nicht. Aber es ist auch gar nicht weiter tragisch. Dafür drehe ich ja diese Videos. Gut, also unser Grundton haben wir hier, unser C. Den nächsten Ton, den wir benötigen, ist unsere Terz. Und die Terz ist der dritte Ton innerhalb einer Tonleiter. Jetzt lässt sich das bei C-Dur wirklich wunderbar, herrlich einfach erklären. C ist unser Grundton, ist die 1, 2, 3, also es ist der dritte Ton. Und das ist unser E. Und jetzt haben wir schon die Terz. Und wenn wir jetzt noch einen weiteren Ton hinzunehmen, nämlich unsere Quinte, das ist der fünfte Ton innerhalb der Tonleiter. Von C aus gerechnet 1, 2, 3, 4, 5. Und das war's eigentlich schon. Das ist der reine C-Dur, Dreiklang, Grundton, Terz und Quinte. Und du kannst ihn jetzt sehen, hier oben, ich habe ihn jetzt mal am Klavier gegriffen. Der kann so aussehen. Wie ich aber schon gesagt habe, es ist kein Dogma in der Musik. Ich muss nicht mit dem Grundton anfangen, aber vom Grundton aus richte ich mich aus. Ich hoffe, dass das soweit angekommen ist. Denn ich kann ja natürlich auch noch die H-Saite mit einbinden, beziehungsweise die B-Saite. Dann muss ich allerdings den Finger drauflegen. Dann habe ich diesen C. Dann habe ich das hohe C wieder dabei. Das wäre diese Taste hier. Gut, dann kann ich natürlich E wieder reinnehmen, weil ich habe ja hier die E schon als Terz. Somit könnte ich diese fünf Saiten einfach spielen, wenn ich Schlaggitarre spiele. Wenn ich zupfe, ist das schon wieder was anderes. So, und wenn ich jetzt das zugrunde lege, dann habe ich nämlich den Akkord so gegriffen auf dem Klavier. Dann kommt zuerst das G, unsere Quinte auf der G-Saite. Dann unser Grundton C in der Mitte und unsere Terz mit dem E. Wäre jetzt für einen Anfänger erstmal am einfachsten auf den Melodiesaiten diese drei Saiten zu spielen. Und da hast du schon einen C-Akkord. Und wenn du jetzt auf der A-Saite noch einen dritten Bund greifst, dann hast du schon bereits eine Bassbegleitung drin. Und du könntest jetzt wechseln zwischen C und E zum Beispiel, wenn du jetzt hier den Finger noch drauf hältst. Gut. Ich hoffe, das ist soweit rübergekommen. Da drüber, über dem C, habe ich hier natürlich auch noch eine Saite, nämlich die E-Saite. Und am dritten Bund der E-Saite finde ich den Ton G. Ja, C, G. Die beiden liegen gegenüber. Und jetzt könnte ich einen Wechselbass spielen. Mal C und dann mal G.
wenn ich jetzt hier die Finger hinlegen würde. Also ein Wechselbass zwischen C und G. So, und hier habe ich ja nichts anderes gemacht als einmal die Quinte. Hier. C, das tiefe C jetzt als Grundton. Und jetzt kommt gleich hier noch dazu das E. Dann hätte ich hier einen Akkord und hier unten einen Akkord. Sozusagen spiele ich hier zwei Akkorde. Linke Hand würde der Klavierspieler jetzt benutzen und die rechte Hand. So musst du dir das ungefähr vorstellen. Weil du kannst ja mit deiner Greifhand, hast du ja nur vier Finger zur Verfügung. Weil der Daumen ist ja am Halsrücken zur Stabilisierung. So, und im nächsten Teil gehe ich dann mal auf die Halbtonschritte ein. Nur, dass du das jetzt nochmal ansiehst. Hier nochmal die roten Tasten. Und jetzt sind hier zum Beispiel zwei C-Akkorde gegriffen. Okay, das war's von meiner Seite. Und ich hoffe, dass ich dir die Musik so nach und nach etwas näher bringen kann. Tschüss.